So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist so kalt, so ein eisiger Wind. Wir haben hier aber noch einen Voldolos Raid gemacht, gerade. Wir wollen ihn mal ganz kurz abholen, mal gucken, 19 Bälle haben wir da. Vielleicht ist es ja ein Shiny, vielleicht ist es ein 100er, vielleicht ist es auch einfach gar nichts. Wir wollen ihn jetzt erstmal in Ruhe fangen zum Anfang des Videos. Es ist nichts. 18,74. Ja, das hätte natürlich besser sein können. Und dann haben wir heute noch ein ganz besonderes Thema, aber erstmal versuchen wir den mal hier einzutüten. Ne? Normalerweise wisst ihr ja, Kreis einstellen, warten bis er angreift, einfach fabelhaft werfen. Das können wir uns jetzt, glaube ich, sparen bei so vielen Bällen. Können wir da einfach immer nehmen, draufzimmern, selbst wenn ihr großartig trefft, irgendwann müsste der auf jeden Fall drin sein. Wir versuchen auch zu werfen, wenn er rechts ist. Denn nach rechts ist im Prinzip dasselbe wie in der Mitte. Dann schießt ihr halt in die Mitte und dann geht der Ball automatisch nach rechts. Und wenn er in der Mitte ist, geht ihr nach links. Ihr wisst, was ich meine. Guckt euch das an. Zack. So ungefähr. Nein, das war jetzt kein gutes Beispiel. Wenn ich nur noch 10 Bälle habe oder so, dann kann ich ja trotzdem mal auf einfach fabelhaft versuchen. Ich weiß auch nicht, wann ich das Video jetzt hochlade. Ich muss zwischendurch nämlich ein paar Sachen jetzt immer vorproduzieren, damit da kein Leerlauf entsteht, dass ihr immer was zu tun habt oder was zu gucken habt. Und einer hat sogar schon gespoilert letztens, als es um ein Incognito ging. Da hieß es schon, hä, Incognito ist doch jetzt nichts Besonderes, das kriegt man doch sogar aus der Forschung bei Level 50. Das wusste ich nicht, ich habe mich mit den Belohnungen bisher noch nie beschäftigt. Jetzt gestern kam das große Erwachen, ein Incognito aus der Belohnung, Level 50. Ich musste nämlich die ganze Zeit warten, da es auf der Level 50er Quest Spezialforschung genauso wie auf der Level 48er und genauso wie bei der Mew-Forschung immer diese Aufgaben gibt, drehe so und so viele Pokestops hintereinander, also an so und so vielen Tagen hintereinander. Das bremst dich natürlich ordentlich aus. Was wir hier sehen, das Feature mit den XL Sonderbonbons ist jetzt auch aktiv. Seit gestern Abend bekommt ihr garantiert 3 XL Bonbons für ein legendäres oder mysteriöses Pokémon. Hätten die das bei Mewtwo mal gebracht, bei 783 Mewtwo Raids. Ich musste so viele Mewtwos machen, damit ich überhaupt die Bonbons zusammenkriege, die XL. Und jetzt kriegt er gleich 3 Stück für 1, das heißt 100 Raids vom Legendären und schon habt ihr die 296 Bonbons zusammen. Das ist natürlich sehr cool, ihr könnt das auch nutzen bei Meltan. Ach Digga, jetzt ist 43 beste Zeit. Das ist also nichts, wir können ihn doch mal bewerten. Zack, such uns mal ein Plätzchen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Hier geht so der Wind, diese schöne Gasse, da fahren immer zu die Autos. Ich suche mir mal was, wo nicht so viel los ist. Und wir reden gleich weiter übers Incognito. So, da sind wir also angekommen. Wir gehen mal kurz hier drauf und zeigen euch mal die Spezialforschung, die ich überhaupt meine. Ich habe hier immer noch Spezialforschungen drin. Einmal die für Mew, für Shiny Mew, die ihr kriegt, wenn ihr ein Ticket hattet beim Kanto-Tag. Wir sind jetzt bei 20 von 30 Tagen. So viel zum Thema ruhiger. Das ist wirklich die letzte Ecke hier und trotzdem, es ist immer so, keine Ahnung, du läufst ohne Kamera rum, alles ruhig, kaum ist die Kamera an, zack, Autos, überall Autos. Hier haben wir 20 von 30, das dauert noch ein bisschen. Hier haben wir 13 von 14, das ist die Level 48 Herausforderung. Die, weiß ich auch nicht, wie viele Kapitel die hat, wie gesagt, ich habe mich nicht informiert, aber guckt euch mal die hier an, die Level 50, die nämlich jetzt als nächstes kommen, brüte 50 Eier aus. Gewinne 15 Trainerkämpfe, da hätten sie auch gleich 50 machen können, das wäre heftig. Fange 5000 Pokémon, das nenne ich mal eine ordentliche Anzahl. Und ihr bekommt 10 Sonderbonbons, 5000, also insgesamt 20.000 Sternenstaub plus 10 Raid-Pässe. Das ist auf jeden Fall heftig, aber bevor wir, na gut, wir können damit ja schon weitermachen, das zählt ja. Aber in der Aufgabe davor gab es als Belohnung eben dieses Baby. Guckt euch das an. Ich weiß jetzt nicht, ob das für alle random ist, also der Buchstabe, oder ob jeder den gleichen Buchstaben bekommt. Ansonsten, das müsste ein J sein. Warum J? Für was steht J?
Wenn das Level 50, Level 50, jetzt soll ich sagen, wenn das mit Kando zusammenhängt, hätten sie den K reinmachen können, aber es ist ja nicht für Kando, es ist ja für die Level 50. Level 50, okay, das heißt, wir nehmen auch mal hier eine gelbe Beere plus einen gelben Ball, hauen das mal hier drauf, versuchen das Inkognito zu fangen. Habt ihr schon mal einen Inkognito gefangen oder ist das euer erstes? Und habt ihr schon mal ein wildes Inkognito gefangen oder nur die von den Safari-Zonen oder den Go-Festen? Das ist alles ein großer, großer Unterschied. Wir können das jetzt auch mal hier bewerten. Hildburghausen, sehr schön, wo die Wilden hausen. Sieht doch eigentlich ganz vernünftig aus, aber wir haben natürlich was viel, viel Besseres. Hier, das ist jetzt weg, das sieht gut aus. Wenn wir nämlich mal Inkognito eingeben und dann mal hier nach Nummer sortiert, seht ihr ja, dass hier eigentlich fast alle Inkognitos sind, außer das Fragezeichen. Jetzt hätten sie am besten das Fragezeichen reingepackt, weil das das seltenste ist und das eine richtig krasse Belohnung für Level 50 wäre. Ich verstehe es nicht. Hier habt ihr zum Beispiel A, ihr habt auch das Shiny A. Wir haben dann das B, wir haben das C, auch das Shiny C. Wir haben das D, wir haben das E, wir haben das F, wir haben das G und das Shiny G. Wir haben das H, wir haben das I als 100%. Wir haben das I, J? Ja, das J. Hä? Wir haben das J, genau. Ist sogar bestes Level bisher, was ich habe. Wir haben das J, wir haben das K, wir haben das L auch als Shiny. Das M, N, O auch als Shiny. P, Q, R, auch als Shiny, S, T, auch als Shiny, U, auch als Shiny, V, W, X, Y, Z und das Ausrufezeichen damals von der Mac in Erfurt, die Shinies, wer das noch weiß, es gab beim Go-Fest das G und das O und dann gab es in den Ultra-Wochen das U, L, T, R, A und dann gab es bei den City Spotlights das C. Wir wollten uns jetzt aber das I suchen, denn das I ist ein hundertprozentiges und ich weiß nicht, theoretisch, so ein hundertprozentiges Inkognito ist doch eigentlich was Seltenes, oder? Das kommt, das kann ich euch hier zeigen, 100%, am 7.10.2017. Und wenn ihr mal im Kalender nachschaut, was da war, hier seht ihr auch in der Nähe von Hlavnie Mesto Praha, Tschechien. Damals war die Safari-Zone in Prag. Die Safari-Zone in Prag, kurz danach war die in Gera, da war die noch in Oberhausen irgendwie. Da war so viel los an verschiedenen Wochenenden und ich erzähle es so oft in den Livestreams natürlich auch. Zur Safari-Zone Prag sind wir zusammen hingefahren mit einem Bus, damals noch mit Schickeria und so am Start. Und der Map-Betreiber von München, dieser Philipp, der auch vom Hong immer so hoch gepriesen wurde, hat extra für Prag eine Map gebastelt, einen Bot gebastelt, der Hunderter auf den Karten anzeigt. Mit WhatsApp-Dienst, allem drum und dran. So sind die Leute eigentlich gar nicht in der Safari-Zone rumgehangen und haben die Pokémon gefangen. Sie sind extra raus und haben mit dem Auto quer durch die Stadt oder zu Fuß oder Fahrrad oder Hubschrauber, alles dabei, 100% Pokémon gefangen und gesucht. Da habe ich damals auch 300% Macholo her. Aus Prag, legit gefangen, ohne Spoofen, aber halt mit einer Map, die gesagt hat, das sitzt da. Ist ja jetzt auch nicht so, ist ja jetzt auch gegen die Nutzungsbedingungen, oder? Machen aber trotzdem viele Leute und da wird nicht gemeckert. Denkt mal drüber nach. Daher gab es dann aber auch das 100% Inkognito. Und das ist eigentlich ein richtig cooles Andenken, deswegen möchte ich das jetzt heute mal nehmen, möchte das mal hochziehen, möchte das mal pushen auf Level 40. Beziehungsweise, wie viel kriegt es denn dazu, wenn wir einen Push machen? Geben wir einen Power-Up und 17. Das ist auf jeden Fall nicht so heftig. Da sind sogar, da werden sogar noch Aufgaben fertig dadurch. 3 Power-Ups und 5 Power-Ups. Wir machen das jetzt mal weiter, bis hier fängt es an dann mit den XL-Bonbons. Das können wir also nicht machen. Aber auf Level 40 können wir es immerhin ziehen mit 1185. Habt ihr auch ein 100% Inkognito? Schreibt's mal rein oder kennt ihr jemanden, der ein 100% Inkognito hat? Also ich kenne mehrere, zum Beispiel Schickeria oder seine Freundin oder Hong oder Tati. Ich glaube, der war auch da, ich weiß es nicht. Also alle, die auf jeden Fall
da waren in Prag bei der Safari-Zone. Das war so ein Aufruhr, immer wenn da irgendein Hunderter war. Ihr habt gesehen, ein Auto nach dem anderen kam angefahren, alle sind dahin geknüppelt. Manche sind aus dem Auto rausgesprungen, haben das Pokémon doch so mitgenommen und dann wieder, da ist es, oh mein Gott. Und dann sind sie wieder eigen und gleich zum nächsten. Also das waren richtig heftige Zeiten. Das ist also das 100% Inkognito jetzt auf Level 40 gemaxt. Mit XL-Bonbon sieht es da ja schlecht aus. Also es gibt irgendwann mal XL-Sonderbonbons. Aber die in den Inkognito stecken, weiß ich nicht, ist vielleicht jetzt auch nicht so heftig der Boss. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber irgendwie habe ich schon wieder alles vergessen. Das heißt, ich nehme euch mal hier weg. Ihr standet nämlich die ganze Zeit hier oben drauf. Guckt euch das mal an. Hier in der Ritze habe ich euch abgestellt. Da ist ein roter Knopf, ne? Und das ist hier eigentlich die Kirche, die auch sehr wuchtig aussieht. Oder sonst ist das hier der Platz, gemütlich, zack, Caritas Gas, damit ihr ungefähr wisst, wo wir überhaupt rumrennen. Caritas Gas sowieso eigentlich immer der Hotspot für die Community Days. Wenn man Bock hat, einfach 6 Stunden im Kreis zu laufen, geht man immer zur Caritas Gas. Ich watsche jetzt aber wieder heim, ich muss nämlich auf die Post warten. Da kommen heute noch ein paar Ersatzteile für die Kamera, nenne ich es mal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.